Hallo zusammen, hier ist euer Jörg. Wir haben den 1.7. Mein Husten ist immer noch nicht ganz weg, aber trotzdem möchte ich dieses Mal pünktlich das Mettbrötchen, eigentlich müsste ich heute sagen das Mettbrot des Monats, für euch drehen und auch zeitnah jetzt gleich veröffentlichen. Ja, eigentlich war das ein kurzer Monat, denn das Mettbrötchen Mai habe ich ja erst Mitte Juni veröffentlicht und da ist ja schon einiges in aus dem Juni mit in das Mai Mettbrötchen, also in meinen Vlog eingelaufen. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe eine neue Frisur, hier den Wettlook, den klassischen, für Senioren, Männer. Nee, ich war gerade mit dem Hund draußen und es hat fürchterlich geregnet und habe natürlich wieder mal meine Kappe vergessen, denn die liegt im Auto. Und damit sind wir auch schon beim ersten Stichwort, bei der ersten Kategorie, Kategorie Auto. Ihr Lieben, ihr werdet es nicht glauben, Freitag, der 28. Juni und ich habe das für Mitte Mai avisierte Auto, meinen Ford Kuga, endlich zusammen mit meiner lieben Frau beim Händler abholen können. War ein größeres Logistikchaos, hatte ich ja schon ein bisschen drüber berichtet, aber wir sind jetzt wieder mobil, wir haben jetzt auch wieder ein Auto mit einer Anhängerkupplung, das heißt auch unser Wohnwagen kann seine Sehnsucht bald gestillt bekommen und wir werden wieder ein bisschen unterwegs sein. Also die ersten 60 Kilometer sind wir mit dem Vollhybrid hier in der Gegend unterwegs gewesen. Typische klassische Erledigungen am Wochenende. Ich war bei einem Auftrag allerdings. Ich habe jetzt übrigens 2 Stunden nicht gehustet. Muss genau jetzt passieren beim Video. Ja, also war bei einem Auftrag unterwegs, knappe 60 Kilometer, davon 32 voll elektrisch gefahren. Das entscheidet der Vollhybrid ja letzten Endes selbst. Dadurch, dass wir an der Garage keinerlei Stromanschluss haben, haben wir uns gegen den Plug-in-Hybrid entschieden, sondern für den Vollhybriden. Zumal es den auch als Allrad gibt und das war für uns eine ganz wichtige Geschichte, den Allrad zu haben, gerade in Verbindung mit dem Wohnwagen. Und letzten Endes hier im Hochtaunuskreis schadet im Winter ein Allrad auch nicht, aus Sicherheitsgründen und letzten Endes auch aus Fahrspaß und ja, ihr habt mich dran gewöhnt über viele, viele Jahre und wollte auf jeden Fall wieder ein Allrad. Also unser Kuga, blende hier kurz mal ein Bild ein, ist geliefert. Diese Logistik-Odyssee mit Ford, die ist damit auch überstanden. Ja, ich habe jetzt die Kategorie Benehmen tatsächlich eben ausgelassen. Ich lohne es immer so ein bisschen hier über die Kamera auf meinen Monitor, auf meine Stichworte. Ich habe doch tatsächlich Feedback auf mein letztes Video von einem YouTube-User bekommen. Ich wollte es gerade eben nochmal raussuchen, aber er hat es scheinbar wieder gelöscht. Schade eigentlich, dass man zu seinen Statements, die man so abliefert, dann nicht steht. Denn er hat sinngemäß sinnloses Gefasel von einem selbstverliebten Selbstdarsteller unter das letzte Video geschrieben. Ich muss euch sagen, ich freue mich über jeden Kommentar, auch über solche. Denn das ist eine Meinung, die kann man haben. Und wenn das bei ihm so ankommt, perfekt. Schade um die Zeit, denn dann hast du dich offensichtlich im Kanal geirrt. Und schade auch, dass dieser Neidfaktor bei dir, lieber User, entsteht. Wenn du das anders siehst, tut mir's leid. Zum Thema selbstverliebt muss ich euch sagen, ich habe viele, viele Jahre gebraucht, um mit mir selbst wirklich im Reinen zu sein. Ob ich selbstverliebt bin oder so rüberkomme, weiß ich nicht, solltet ihr entscheiden, ob ich so rüberkomme. Aber eins kann ich euch sagen, ich bin mit mir im Reinen, ich mag mich. Also insofern ist das eigentlich eher ein Lob. Wahrscheinlich wolltest du mir irgendwie was mitgeben, was sagen, was einschenken. Ist mir Wurst. Danke für deinen Kommentar, hilft mir im YouTube-Algorithmus, denn was da drin steht, ist egal, Hauptsache ihr kommentiert. Also insofern, vielen lieben Dank, auch an der Stelle Respekt, dass du eine Meinung hast und dass du die auch in der Lage bist zu kommunizieren. Danke, lieber Josa. Ja, Kategorie Autos hatten wir gerade schon. Kategorie Taschenfreak. Ja, ihr Lieben, ich hatte es. Das ist übrigens jetzt Woche 6 mit dem Husten. Macht richtig viel Spaß. Kategorie Taschenfreak hatte ich ja schon angekündigt. Ich habe von Oberwert die Relon-Tasche aus dem Premium-Nylon in diesem herrlichen Blau getestet. Link schreibe ich mal unten drunter. Ich habe seit meinem Review von Oberwert jetzt nichts mehr gehört, was ich schade finde, denn mein Feedback, das ich da abgeliefert habe, das war sehr, sehr ehrlich gemeint. Ja, und war auch ehrlich. Schauen wir mal, ob es da eine weitere Zusammenarbeit gibt. Würde mich sehr, sehr freuen, denn letzten Endes ist ja auch von einem Hersteller Authentizität des Reviewers gefordert und ja, wenn ich eine Tasche sehr, sehr lobe, dann muss ich auch mal 2, 3 Kritikpunkte anbringen können. Also wer sich für eine Nylon, Klammer auf, und Ledertasche aus dem Hause Oberwert interessiert, schaut euch das Video mal an. Ansonsten habe ich viel Spaß jetzt gehabt. Ich war bei etlichen Kunden, wo ich
den DJI Osmo nur gebraucht habe, mein Handy, Powerbank und mein Notebook und ein iPad, wo es mehr um Office-Themen, Social-Media-Themen ging, als um das Medienproduzieren. Dafür habe ich mir die Greenland Small in Blau von Fjällräven gegönnt. Ihr Lieben, ich mache hier mal einen kurzen Cut, ich muss mal was trinken, das muss ja besser werden. So, da bin ich wieder. Ja, Fjällräven, tolle Marke, nordisches Feeling. Ich glaube, ich komme aus Finnland oder aus Schweden. Ich mag diese Stoff, so leicht angewachsenen Taschen von denen sehr. Und die Greenland Small ist genau richtig. Passt mein 14 Zoll MacBook rein, das iPad, eine kleine Kamera, DJI Osmo, eine Powerbank, eine Brille. Also genau das Richtige für so einen schnellen Termin beim Kunden. Notebook aufklappen, ein paar Sachen besprechen und wieder weg. Die Tasche schlechthin. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich blende euch mal ein Bild ein. Dann hatte ich bei meinen Aufträgen wieder den Compagnon Element Backpack im Einsatz. Nach wie vor einer der genialsten Rucksäcke. Und jetzt auch beim Abiball, den ich fotografieren durfte am vergangenen Wochenende, wieder den ThinkTank AirPod Take-Off. Wenn also relativ viel Equipment mit muss und ich schnell mobil sein muss, dann habe ich den Trolley ganz gerne zum Hinterherziehen. So viel zur Kategorie Taschenfreak. Die nächste Kategorie Hardware. Ja, DJI Osmo Pocket 3, der mich auch jetzt hier wieder filmt. Ich liebe das Ding. Der ist super funktional. In Verbindung mit dem Wireless Mic, glaube ich, auch relativ guten Ton. Mag ich sehr. Werde mich weiter einarbeiten. Bin, glaube ich, immer noch bei den Funktionen am Anfang. Ich bewege mich immer so ein bisschen, weil der so schön hin und her moved. Das gefällt mir sehr. Dann habt ihr vielleicht auch in meinem Kanal gesehen, über einen Monitor gesprochen. Ich habe mir einen Aizo 38 Zoll leichten Curved Monitor aus der Office-Serie, aus der Flex-Scan-Serie gegönnt, der jetzt neben meinem Hardware kalibrierten Color Edge steht. Tolle Kombination, auch dazu gibt es ein Video, könnt ihr euch gesondert angucken. Dann habe ich mir ein Objektiv kaufen müssen, da ich zwei Aufträge habe, wo ich ein sehr großes Weitwinkel brauche. Und ja, ich habe mir vor 2 Jahren das Nikon Z 14-30 verkauft, weil ich sehr, sehr selten genutzt habe. Wahrscheinlich wird das jetzt wieder so sein, aber ich brauche es für Aufträge. Deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank an den Marc von Fotoleistenschneider, da wo ich in der Regel mein Nikon-Equipment kaufe, der das mir sehr, sehr schnell und auch zu einem sehr guten Preis geschickt hat und ich es gleich jetzt am vergangenen Wochenende auch bei einem Auftrag einsetzen konnte. Ja, ihr Lieben, dann habe ich von Sihun, wie auch immer man diese chinesische Marke ausspricht, eine 100 Watt LED. Das ist schon ein Mordsgerät. Ich hoffe, ich mache mir jetzt hier nichts kaputt, wenn ich die mal eben anmache. Wow, ihr seht schon, da geht richtig was. 100 Watt Lampe, die mit einem Bouncer, so ein Soft-Bouncer geliefert wird, der dann hier oben drauf gebaut werden kann. Also richtig schicke Geschichte. Ich will jetzt das Video mit dem Licht nicht kaputt machen, aber wenn man mobil viel, viel Licht braucht, mal gucken, ja, kommt die Kamera zurecht, dann ist so ein Teil natürlich hier eine feine Geschichte. Hat eine USB-Powerbank quasi fest montiert dran, kann per USB-C aufgeladen werden und ja, ihr seht, eine lüfterbetriebene, den man kaum hört, LED, die hier verbaut ist, also eine richtig abgefahrene Geschichte. Zwei Regler sind die Helligkeit, also das Dimmen und auch die White Balance, also die entsprechende Farbtemperatur an der Stelle, die man hier einstellen kann. Kostet knappe 160 Euro bei Amazon. Also ganz, wo ist meine Kamera? Ganz tolle Geschichte, die sehr mobil ist, in nahezu jede Fototasche passt. Werde ich aber gesondert nochmal drüber berichten. Ja, dann mache ich mir gerade so ein bisschen Gedanken, habe auch wiederum meinen Fotoleistenschneider-Händler angesprochen. Ich brauche durch die mehr Aufträge brauche ich jetzt auch mehr XQD oder CF Express Karten. Ja, und da muss ich mal gucken, weil ich möchte nächstes Jahr ein bisschen in Kameratechnik, oder was ich möchte. Meine Z6 ist 6 Jahre alt, meine Z7 ist 5 Jahre alt. Ja, abgeschrieben sind sie beide. Es wird Zeit für eine neue Kamera, beziehungsweise wahrscheinlich 2 neue Kameras. Und das wird wahrscheinlich aus heutiger Sicht die Nikon Z8 und die Nikon Z6 III werden. Und die Karten sollen natürlich auch für die alten Z6 I und Z7 I, die ich behalten werde als Backup, als Video, als B-Roll-Materialkamera, die sollen natürlich auch da kompatibel sein. Da bin ich mich gerade so ein bisschen am Einlesen.
beziehungsweise am Informieren und Angebote einholen, muss da leider auch ein bisschen investieren. So viel zum Thema Hardware. Keine Angst, die nächsten Kategorien, die gehen etwas schneller. Kategorie Software. Ich muss gleich wieder husten. Ich reg mich tierisch über Adobe auf, die es nicht geschissen kriegen, das Adobe Express endlich auf das iPad zu bekommen. Jetzt kam letzte Woche, Donnerstag, Freitag, Samstag, wieder ein Update. Ich freue mich jedes Tag, ich gucke jeden Tag in den App Store, ob es Updates gibt. Kam ein Update für neue Version von Adobe Express und sie kriegen es immer noch nicht hin mit der neuen Plattform. Was heißt neu? Die ist seit 4, 5, 6 Monaten im Netz, im Browser, auf dem iOS, sprich auf dem iPhone verfügbar. Nur auf dem iPad kann ich nicht auf meine Daten zugreifen. Ich kann dort neue Daten erstellen, die mit was auch immer dann synchronisieren, aber nicht auf meinem iPhone und nicht an meinem Rechner landen im Browser, weil Adobe Express oder Adobe es nicht auf die Kette kriegt, diese blöde iPad-App endlich zu aktualisieren. Da steht seit Monaten, ganz kleinen Moment in Kürze, kann euch hier mal ein Screenshot einblenden, in Kürze verfügt auch dein iPad bald über die neuen Funktionen. Das steht seit Monaten da. Leute, ich bin Adobe Premium User, ich zahle 62 Euro im Monat für diese vielen, vielen Funktionen. Kriegt das endlich auf die Kette. Ich bin es leid, Canva nutzen zu müssen auf dem iPad, wenn ich eigentlich alles mit Adobe Express machen möchte. Wirklich Vollkatastrophe. Ja, Ausstellungen gab es dieses Mal keine für mich. Ich habe in meinem Blog, Link auch unten rein, meine Fotofuzzi TV-Empfehlungen. War ja, wie gesagt, Husten. War ja 4 Wochen quasi ans Sofa gefesselt und habe da ein paar Tipps gegeben. So Serien, die man auf YouTube gucken kann für reisende Fotografen, die sich auch für Landschaftsfotografie interessieren. Klasse. Dann habe ich zum Thema Print ein Saal Digital Professional Line Fotobuch testen dürfen. Habe dann 100 Euro Gutschein von Saal Digital bekommen. Gibt es auch einen gesonderten Blogbeitrag, wenn ihr an ja selbst eigenen Fotobüchern in einem hochwertigen Look and Feel interessiert seid, schaut euch das auch mal an. Ja, dann kommen wir in die Kategorie Aufträge. Ja, da bin ich immer noch in der Konzeptionsphase mit einem Freizeitpark. Da gab es auch ein längeres Meeting dazu. Angebot ist abgegeben. Schauen wir mal, ob wir da zusammenkommen. Ich durfte eine Langstreckenmeisterin, internationale Meisterin, die Sabrina Mockenhaupt-Gregor, Mocki genannt, fotografieren, erstmal kennenlernen und fotografieren, die eine Bekleidungsmarke Colibri gegründet hat und dort B-Ware-Produkte in einen E-Shop bringen will und da ganz schnell am nächsten Tag Muster an sich selbst tragend gebraucht hat und die durfte ich hier aufnehmen, bin über einen befreundeten Unternehmer an diesen Auftrag gekommen und war super lieb. Die Dame ist hochgradig nett, wir haben sehr viel Spaß gehabt in einem Meetingraum, den wir schnell umgeräumt haben, ganz unkompliziert, ohne Riesentamtam, sehr schnell, innerhalb von 2 Stunden, da zig Aufnahmen durchgeschossen, blende auch hier mal ein Bild ein. War jetzt nicht extrem aufwendig, aber es musste schnell gehen und die Bildqualität musste stimmen. Und sie hat sehr, sehr wenig Zeit gehabt zwischen 2 Terminen, aber hat super, super viel Spaß gemacht. Wir sind immer noch Kategorie Aufträge. Ja, da durfte ich für meinen Bauunternehmer wieder Blog-Content erstellen. Ich habe für mein Solartech-Unternehmen viel Media-Content erzeugen dürfen, auch die Webseite, die jemand anders designt hat, ein bisschen anpassen, umbauen. Ist immer schwierig, wenn jemand ein WordPress ist WordPress, aber mit verschiedenen Plugins, wenn jemand was aufbaut, hat er sich ja Gedanken dahinter gemacht. Da steht ein Konzept dahinter. Wenn du dann da rein musst, um mal eben Anpassungen zu machen, immer eine sehr spannende Aufgabe, mache ich gerne. Durfte da auch viele Aktualisierungen auch in den Blog, nennt sich dort Magazin, da einbringen. Das ist ganz lustig. Auch wenn ein Kunde sagt, ja, wir waren auf einer Messe, wir haben 700 Bilder mitgebracht, machst du uns da was draus für Social Media und für den Blog? Wow, das ist natürlich eine Challenge. Mal eben aus 700 Bildern so die 10 oder 15, die was aussagen, dann den Content dazu produzieren, einem Unternehmer schicken, der sagt, habe ich keine Zeit zu, mach einfach. Lustig, spannend, herausfordernd, ich liebe diesen Job. Hatte ich diesen Monat wieder reichlich davon. Dann war das 125-jährige Jubiläum unserer Freiwilligen Feuerwehr hier in Wehrheim, inklusive einem Konzert mit Die Dorfrocker.
Ich hatte dieses Badge um Festfotograf, durfte damit auf die Bühne, hinter die Bühne, in diesen Konzertgraben vorne. War ein Open-Air-Konzert, hat super viel Spaß gemacht. Wetter war spannend, aber lief dann während dem Konzert tatsächlich sehr gut. War auch richtig schick, schickes Event. Hat sehr viel Spaß gemacht, gerade hier in der eigenen Gemeinde ist das natürlich dann nochmal eine ganz andere Nummer. Ich durfte einen Abi-Ball fotografieren, war auch sehr cool mit den vielen jungen Leuten, die jetzt so in die nächste Etappe ihres Lebens starten. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe Familienbilder abgearbeitet, ein Gutscheinshooting, das schon an Weihnachten verschenkt wurde, jetzt auch dann eingelöst. War um die Mittagszeit Kind auch noch gestürzt auf dem Spielplatz, dann wenig Lust gehabt, war eine Herausforderung, aber sind super schöne Bilder dabei entstanden, hat sehr viel Spaß gemacht. Für meinen Kunden, für das Sanitätshaus, darf ich Blog-Content produzieren, habe ich auch diesen Monat gemacht. Und letzten Endes kommen wir dann zur nächsten Kategorie Projekte und genau aufgrund der oben aufgeführten Aufzählung der Auftragslage. Ich kam zu keinerlei Projekt. Bin froh, dass ich meinen Husten so halbwegs, wie ihr ja jetzt gehört habt, so halbwegs in den Griff bekommen habe. Die letzte Kategorie hier auf meinem Zettel, auf meinem virtuellen Zettel, ist die Musik. Ich habe tatsächlich unheilig wieder für mich so ein bisschen entdeckt, lief irgendwie im Radio und dachte ich, oh, ist cool, hast du früher auch viel gehört. Schade, dass sie nicht mehr on Tour gehen, dass sie nichts mehr machen, aber auch die alten Sachen, die höre ich mir sehr, sehr gerne an. Und tatsächlich noch zwei Sachen, vier Buchstaben, fangen beide mit A an, ABBA und AC/DC. Also an dieser Aufzählung, unheilig, ABBA und AC/DC, merkt ihr schon, der Jörg, der hat so gar keinen Musikgeschmack, was dem vor die Linse kommt und ihm gefällt und irgendwie einen Takt hat. Das gefällt ihm, das macht ihm Spaß. Wie gesagt, das Konzert der Dorfrocker, eine Musik, die überhaupt nicht in mein Portfolio passt, habe ich überhaupt keine Lust zu. Aber beim Open-Air-Konzert haben die so eine Mordsstimmung gemacht, war cool. Ich würde mir jetzt die Platte auf Spotify nicht anhören oder auflegen oder so, aber Open-Air war das schon eine coole Geschichte. So viel zum Thema Musik und ihr Lieben, so viel zum Thema Juni. Zwischendurch habe ich seitlich auch so ein bisschen mal Ausschnitte von unserem Bauwau eingeblendet. Ist ja jetzt auch schon 4 Monate. Die Chili, die hier wieder mal zu meinen Füßen liegt und nach nassem Hund riecht, so wie ich wahrscheinlich nach nassem Mensch rieche, die uns sehr, sehr viel Spaß macht, auch gut auf Trab hält. Und ja, habe euch seitlich jetzt bei den letzten knappen 15 Minuten jetzt vom Video einfach mal den Hunde-Content nebenan eingeblendet, dass ihr auch da so ein bisschen was mitkriegt. Ja, das waren so die Insights aus dem Juni. Wir haben den 1. Juli, habe heute Mittag einen Termin bei einem Kunden. Wir werden im Juli auch ein bisschen Urlaub machen, endlich unseren Wohnwagen wieder mobilisieren, der jetzt ein starkes halbes Jahr auf dem Stellplatz auf der Stelle gestanden hat, weil wir eben kein Auto mit Anhängerkupplung hatten. Und da freuen wir uns unfassbar drauf mit unserem Bauwagen, mit unserer Hündin. 5-6 Tage fahren wir alleine, also meine Frau und ich, so Zweisamkeitsurlaub mit einem kleinen vierbeinigen Kind quasi dabei, mit einem Junghund und dann 2 Wochen auch mit den Zwillingen. Bleiben dieses Jahr hier im Land, wollten eigentlich nach Kroatien, aber 40 Grad mit jungem Hund ist auch nicht so prickelnd, deswegen haben wir uns doch entschieden, wir bleiben hier in der Nähe Richtung Edersee wieder, da wo wir schon oft waren. Und ja, es wird ein spannender Juli. Habe einige Termine noch vor mir, wir fotografieren jetzt noch eine Hochzeit in Hamburg, freue ich mich sehr drauf, will aber gar nicht so viel vorwegnehmen, denn das Ganze kommt dann Ende Juli. Ihr Lieben, bleibt mir gewogen, lasst mir eure Meinung da, auch wenn ihr mich für einen selbstverliebten, dicken Typ haltet, schreibt es ruhig rein, freue ich mich über euer Feedback. Bis bald, ciao, ciao. Jetzt hätte ich es doch beinahe vergessen. Das Ganze hier heißt doch Mettbrötchen. Und soll ich euch was sagen? Heute gibt es ein Mettbrot. Muss es eigentlich ein Mann mit Brötchen sein? So ein richtiges Bauernbrot drunter? Geht auch mal, oder? Ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.